So, Freunde, und da haben wir einen Skillpunkt erhalten. Und befinden uns jetzt in einer neuen Welt. Und wir haben nun Zugang zu allen verfügbaren Fähigkeiten. Und hier haben wir auch noch Bekanntheitsgradfähigkeiten. Haben wir auch noch 200 Punkte haben wir schon. Bei 500 gibt es Antifahrzeugmunition. So, Gegnerkommunikation stören. Okay, das... Ah ja, okay, jetzt haben wir 5 Skillpunkte. Helikopterabschaltung ist nett. Nagelsperre. Profiler-Optimierung markiert. Automatisch Zivilisten, die lohnende Heckbelohnungen versprechen, wie Systemschluss, lukrative Bankkonten und hochwertige Fahrzeuge. Okay, und dann haben wir den Geldautomaten Heckboost plus so Dampfleitung. Kampf, haben wir hier noch ein paar Sachen. Pyrotechniker, ruhiger Arm, Kugelwiderstand. Fokus, Boost, Annäherungs-USV, unkonventionelle Sprengvorrichtung, sind äußerst starke Sprengkörper. Ihr hohes Gewicht erlaubt nur eine kurze Wurfweite zur Sprengung, Hacken. Okay, Splittergranate. Und hier haben wir Blackout, den will ich auf jeden Fall skillen. Und CTOS-Scan, einmaliger CTOS-Scan, um NPC-Gegner zu erkennen und zu markieren. Auch sehr nett, so zum Fahren. Würde ich sagen, machen wir mal den defensiven Fahrer mit rein und dann will ich vielleicht noch bei Hacken hier Gegnerkommunikation stören. Damit haben wir, glaube ich, öfter zu tun als mit den... Ah? Spreche ich mit Bad Boy oder Clara? Mach's nicht kompliziert. Voila. Wir müssen also deinen Anrufer finden. Aber erst Clara. Seine Adresse wurde durch einen CTOS-Büroturm gebounced. Kundenservice, Angestellte, Manager. So Sachen halt. Ein Bürogebäude. Wir müssen einen Weg ins System finden. Du bringst mich rein? Ich gebe dir seinen Standort. Ich kann an der verwundbarsten Stelle ins Gebäude. Da, wo sie Lieferungen annehmen. Das ist unterirdisch. In dem Tunnel. Da fange ich an. Hey, tut mir leid, wenn ich unhöflich gewesen bin. Ich weiß, was du vorhattest. Du wolltest mich einschüchtern. Lehrbuchmäßig. In meine Distanzzone treten. Anstarren, physischer Kontakt. Du hast nach Rissen gesucht. Hast du welche gefunden? Wüsstest du wohl gerne, hä? Ob unser Aiden früher mal irgend so ein Psycho-Fuzzi war und... Wo geht diese Leitung hin? Ich möchte wissen, was in diesem Raum drin ist. Oh, Felix Sewell, HIV-positiv, arbeitslos. Das eine mit dem anderen zu tun hat, man weiß es nicht. Also hier muss irgendwo der Auslösemechanismus... Wahrscheinlich hier die Treppe hoch. Der Auslösemechanismus für das, Verteilerkasten, Schwachstelle, zum Überladen, Hacken. Ups. Nee, ich möchte da unten in dieses Fadenkreuz möchte ich gerne rein. Ihr bestimmt auch. Also gucken wir mal. So, hier ist eine Überwachungskamera. Die sieht schon mal sehr viel. Da ist aus irgendwelchen Gründen die Gesichtserkennung fehlgeschlagen. Vielleicht geht hier auch einfach die Tür rein, aber... Die ist ja rot geixt hier. Also hier wird zu sein. Und diese Leitung, die müssen wir verfolgen. Demonstriert Abtreibungsphysik hier. Bla bla blub. Und dann kümmern wir uns mal um den CTOS-Turm. So, hier geht's rum. Hier geht's rum. Den Verteilerkasten haben wir versehentlich kaputt gemacht. You, together we can make the world a community. Mal gucken. Ah, ich glaube, hier geht die Leitung weiter. Um dann hier zu enden. So, sehr schön. Gucken, ob wir jetzt da drüben reinkommen. Am X. Sieht blau aus, jawohl. Ah, und jetzt können wir auch die Tür öffnen.
So, was haben wir denn da? Abgefangenes Audiolog. Okay, hier haben wir ein aktives GPS-Signal, ein Schiffscontainer für illegale Waren. Mal gescannt das Ganze. Und das war Waffenhandel 1 von 10. Hier haben wir jetzt ein paar Annäherungs-USV gefunden. Die haben wir ja gerade kennengelernt, die unglaublich schweren. Hast du nicht gesehen? Naja, kann er sich jetzt ein paar neue suchen. Wo ist unser Moped? Also das ist hier jetzt ähnlich wie bei GTA, dass die Fahrzeuge... Ich habe nichts gesagt. Wir machen die Tür wieder zu. Gut, also bei CTOS können wir jetzt einsteigen. Um diesen Anrufer zu finden, der ja hier unsere kleine Schwester bedroht hat. Und da müssen wir hier hin. Das ist gar nicht so weit. Und dann bin ich mal gespannt, was dabei rauskommt. Ja, das geht ja nicht an. Also das kann hier nicht angehen. So, hier vorne ist es also. Entschuldigung. Okay, hier geht's bei CTOS rein. Ich lasse das Motorrad mal hier stehen, abfahrbereit. Der Gabelstapler hebt uns nach oben, wie es aussieht. Das bringt uns gerade nichts. Okay, die CTOS durch die unterirdische Ladezone eindringen. Es wird Zeit, dass der Vorhang hochgeht. Okay, dann lass mal und zeig mal an hier, Kollege. Okay, hier haben wir schon mal eine Kamera. So, da können wir Lamaus lösen. Hier mal gerade gucken, was er so kann. Er fischt mit Dynamit. Dann... So, hier drin ist noch eine Kamera. Da können wir was sprengen und ihn vielleicht ablenken. Hier ist Mitglied eines Untergrund-Fight-Clubs. Der wird also auf Nahkampf gehen. Hier müsste irgendwo ein Tor gewesen sein, was man öffnen konnte. Ah, die können wir zufahren. Und damit wäre er hier draußen schon mal abgelenkt. Ich würde sagen... Nein. So, mal gucken, ob wir hier neben über das Büro eindringen können. In der Ladezone, ob hier offen ist. Okay, da ist zu. Immer schön in Deckung gehen. Möglicher Kontakt hier. Das schaue ich mir genauer an. Oh, scheiße. Hey, stopp! Upsala! Okay, gibt's da drüben irgendeine Möglichkeit, irgendwas zu machen? Scheiße. Ach, dass es immer so losgehen muss. Hier kommt hier keiner zu Hilfe. Los, ach, dass es jedes Mal so einen Zirkus geben muss. So, ich würde sagen... Okay, er sitzt hier um die Ecke. Sprengmöglichkeit entdeckt. Oh, ne.
kann nicht sein. Das Ding ist doch doppelt und dreifach gesichert, verdammt. Au. Jetzt oder nie. Oh, Laura, Hilfe. Geschickt im Umgang mit chemischen Waffen. Naja, jetzt wahrscheinlich nicht mehr. So, hier können wir uns auf jeden Fall mal ein bisschen neue Sachen hier eindecken. Nein. Ja, wäre wahrscheinlich auch besser, schöner, sauberer gegangen. Aber gut, was wollen wir machen? Ein bisschen Pistolenmunition haben wir. CTOS, gesteuerte Live-Kamera mit CTOS. Okay, hier kriegen wir schon mal einen Systemschlüssel, das ist sehr gut. Kurz mal gucken, ob es hier hinten noch was gibt. Ja, das wäre wahrscheinlich der leise Weg gewesen. Okay, hier können wir mal die Tür öffnen. Okay, dann sind wir zumindest schon mal drin, ohne dass die Verstärkung geholt haben, wie es aussieht. Ich bin im Gebäude. Kannst du irgendwas sehen? Der Lageplan zeigt einen offenen Platz da drin. Und zweifellos mehr Waren. Ah, diese Hacks, die ich dir aufs Handy geladen habe, sind die perfekte Ablenkung. Damit kannst du die Ausrüstung von jeder Wache da drin stören. Was für Ausrüstung? Alles halt. Hack ihre Handys, Earpieces, Sprengstoffe. Heutzutage wird doch alles mit Chips gesteuert. Okay, ich versuch's. Kannst du die Büros scannen? Such mir einen ungesicherten Laptop. Hab einen. Bradley Coughlin. Oh, oh nein. Er ist der Chef der Sicherheit. Ja, was auch sonst. Sobald ich drin bin, musst du schnell sein. Track den Anrufer und dann raus. Die Security wird den Einbruch ziemlich schnell bemerken. Sorg dich nicht um mich. Sehr gut, der Chef der Sicherheit also. Okay. Abgefangenes Audiolog, was gibt's denn hier zu wissen? Ich hab den Job. Das bedeutet, meine Wenigkeit hat einen Parkplatz vor den X-Labs von Blue. Milliarden von Dollar verrückte Wissenschaft. Na gut, vielleicht normale Wissenschaft, aber trotzdem. Wer weiß, an was für krassem Scheiß ich arbeiten werde. Ich muss noch Berge von Verschwiegenheitserklärungen unterschreiben. Aber ich erzähle euch alles, wenn ich will. Und wir suchen weiter nach einer Wache mit Zugangscode. Da ist schon mal eine Wache ohne Zugangscode. Die können wir... Okay, hier ist der Sicherheitsrouter. Der benötigt aber den Zugangscode. Kann Verstärkung rufen. Kann auch Verstärkung rufen. Okay, also hier. Ja, machen wir Großübersicht. Okay, ihn kann man in die Luft jagen. Das wollen wir vermeiden. Mr. Coughlin, wo bist du denn? Das ist ein Rufer. Er kann auch rufen. Er hat die Kamera. Irgendwo hier ist dieser seltsame Mr. Coughlin unterwegs. Strafe wegen Bewährungsverstoßes abgesessen. Sag mal, das sind ja alles hier so Kriminelle. Freundin wird vermisst, vermutlich ermordet. Folkmusik hier in lokaler Bibliothek. Aha. Damit haben wir den Blaser-Zugangscode. Ups. Das war nicht der Weg, den ich gehen wollte. Kommt der Typ jetzt hier rum? Scheiße, der kommt hier rum. Du hältst's Maul.
So, mal gucken, ob wir nochmal hier Zugriff auf diese schöne Kamera da oben bekommen. Die an dem Mann dran ist. Da ist er gerade wieder, glaube ich. Okay, er müsste eine Kamera mit sich tragen. Jetzt müssen wir nur noch warten, bis er mal... bis er mal losgeht. Und dann kommen wir... abgefangenes Audio-Log. CTOS sammelt Informationen über. Mhm. Oh, okay. So, wir haben hier unten angefangen. Ich glaube, das Ganze geht auch noch auf Zeit. Wir müssen hier anscheinend sämtliche Verknüpfungen entsperren. Und hier müssen wir... okay, pass auf. Den müssen wir nach oben drehen. So. So, nein. Nein, so. Okay, den müssen wir so stellen. Das ist jetzt so, dann so nicht, aber vielleicht so, dann so. Da ist der ungesicherte Laptop. Vorgeladen wegen Tierquälerei, so Leute. Dir, das ist nicht nur Werbung, das blockiert meine ganze Aussicht. Ein einziges Risiko. Oh Scheiße. Jemand hat sich reingehackt. Sperrt sofort das Gebäude ab. Findet ihn. Und. Okay, du bist drin. Findest du den Anrufer? Ich suche gerade. Kalif! Die Bullen kommen. Die haben Hightech-Scanner, die man nur schwer stören kann. Du musst sofort da raus. Die Cops suchen nach mir. Komm hier nicht weg. Weiß der Zack, wie man Polizeiscans stört? Doch. Ich glaube schon. Hier ist was. Ich schicke es dir jetzt. Das wird ihre Scans und Kommunikation in dem Gebiet stören. Und auch die Zivilisten. Okay, mit Jamcoms können sie die Entdeckung durch CTOS-Scans kurzzeitig unterbrechen. Gegner und Erzeugen daran hindern, Verstärkung ohne Polizei zu rufen. Stellen sie Jamcoms im Waffenrad her. Drücken sie RB, um sie einzusetzen, okay. Haben wir. Ja, damit ist zumindest hier erstmal der... haben wir hier nicht irgendwo ein Motorrad stehen? Etwas Glück steht unser Moped da vorne noch, aber ich... Scheiße. Und ich meine, noch haben sie uns nicht gesehen. Glaube ich zumindest. Oh, Scheiße. Scheiße, Scheiße, Scheiße. Okay, das muss jetzt schnell gehen. Fuck, fuck, fuck. Gib die Karre her. Okay, das wird jetzt ein bisschen seltsam. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Und nix wie weg hier raus aus dem Fahndungsbereich. Mit dem Taxi, mit dem schnellen. Okay. Ging ja alles in allem relativ schnell. Vielleicht hätte ich auch irgendwie abwarten können, bis der Typ... weggegangen wäre, der Chef der Sicherheit mit seinem ungesicherten Laptop. Aber damit haben wir... oh, fuck it. Das war eine neue Welt, Freunde. Und damit verabschiede ich mich hier für heute aus Watch Dogs und wir sehen uns dann gleich... wie sieht's aus? Hast du den Anrufer? Das Katze- und Maus-Spiel nervt. Ich hab deine Maus. Sein Anruf kam aus einem Apartment im Loop. Endlich. Sei vorsichtig, Aiden. So wie der sein Signal gebounced hat, ich glaube, er will, dass du ihn findest. Na, dann wollen wir ihn mal nicht enttäuschen. Gut, das war's dann für die heutige Ausgabe von Watch Dogs und morgen werden wir uns dann mit dem netten, freundlichen Anrufer mal unterhalten. Auge in Auge, das ist doch viel persönlicher und bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.